Machen wir hier weiter. So, wir haben jetzt hier, ich glaube, nur eins zum Anschauen. Und das ist das Kreuzchen an der Seite. Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Ja, total. Können da jetzt. Ich hab hier. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Diesen Weg finden wir auch. Ich meine aber, dass wir diese Kartusche wieder brauchen. Nicht Kartusche. Ich entferne den Steinzylinder. Danke. Den Steinzylinder. So. Kleinen Trip am Rande. Wir haben ja hier unsere Hülse. Die legen wir auch dorthin. Ich weiß noch, dass ich ziemlich lange für dieses Rätsel gebraucht habe. Weil ich mir einfach nicht erklären konnte, was mache ich mit dieser Hülse? Ja, ich habe da gar nicht dran gedacht. Diese Hülse Als ich überhaupt. das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. So, dann lassen wir es wieder los. Na, lass los. Und wir schnappen uns diese Hülse wieder. Also wie gesagt, ich habe da ziemlich lange für gebraucht. Wirklich lange. Die Seid froh, dass Steinplatte ich. hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Ja, seid also froh, dass ich so diese Parts halt nicht wirklich blind mache, sonst würde dieser Part so unglaublich lange. Er hätte wirklich lange gedauert. So, wir haben diese platte Hülse. Und voilà. Wir stecken es halt. Ich kann es zwar nicht erklären, wie das eigentlich wirklich passieren kann, dass das die. Na, diese Hülse da klappt. Und das irgendwie zusammenhält. Aber es funktioniert. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ja, also diese Hülse stützt dieses Kreuz. Ja. So, und jetzt haben wir halt Zugriff zur Ich Tafel. berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Ja, wir haben diesen Zylinder. Hat mehrere Funktionen. Das Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Das muss ich heute überlegen. Irgendwie. Die Lücke ist zu klein, da kann ich nicht reingreifen. Ich brauche etwas, das schmal genug ist, um die Tür aufzuhebeln. Shit, ich glaube, ich habe was vergessen. Oh, das heißt, alles wieder rausnehmen. Alles wieder von vorne. Ich muss mich noch mal in den ersten Raum. Ich nehme die Geschosshülse weg. Und noch mal raus. Genau. Jetzt weiß ich auch die Funktion dieses Wracks wieder. Das Boot zu bewegen würde es nur. Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Ich meine, wir konnten da aber. Wir konnten doch. Das Boot zu Darum. bewegen. Nein, wir konnten doch. Da so ein Holzbalken entnehmen. War das jetzt richtig? Damit könnten wir doch was aufhebeln.
Eieiei. Mein Herren und ich. Das Boot zu bewegen. Ich habe das. Hier war nix mehr, ne? Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Das Boot zu bewegen würde. Ja, oder halt doch nicht. Hat man da nicht was vergessen? Rausnehmen. Ich muss zwei Varianten ausprobieren, wo ich meine, dass das könnte passen. So. Heim gucken. Kann ich die Hülse wieder rausnehmen und damit das hochhebeln? War es das? Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Ja, das ist der Zylinder, meine Liebe. So, war das das jetzt nochmal? Tatsächlich. Kaum zu glauben. Wozu so eine Scheißhülse? Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Ja, das werden wir gleich sehen. So. Im Dunkeln lässt sich schön munkeln, Nico. Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Gute Frage. So, irgendwo hatten wir noch so einen Lichtschalter. Bam, bam, bam. Na, lauf doch, Nico. Ja, weiter. Genau da. Und es werde Licht. Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Genau. So, jetzt hatten wir hier ein paar Punkte. So. Nein, dann lauf. So. Sieht sehr faszinierend aus, nicht wahr? So, wir haben jetzt hier ein paar Sachen, womit wir agieren können. Fangen wir doch erstmal mit dem Schreibtisch an. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Mhm. Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. Mysteriös, mysteriös. Hier blinkt wieder unser Tagebuch auf. Mit den ganzen Einzelheiten, die wir heute letztes Mal passiert sind, die können wir am Ende vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Hier haben wir noch mal ein paar Zeitungsartikel. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Carchon hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Carchon in dieses Bild? Ja, Nico, dafür sind wir gerade hier, um dieses aufzudecken. So, das hatten wir jetzt soweit. Die Schublade.
In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Okay. Mist, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Was ein Glück, Nico. Was ein Glück. So, wir haben das Foto. Achso, die Notiz könnten wir uns mal eben angucken. Ach Gott, genau. Die Notiz wurde mit einem Ersatzcode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabetes wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Um den Code zu knacken, musst du allen Symbolen, ich muss die korrekt zuweisen. Führe das Symbol, um das aufzuleuchten, berühren, passenden, bla bla bla. Wenn du einen Fehler machst, kannst du dieses entsprechende Schaltfläche anklicken, bla bla bla. Ja. Machen wir das jetzt mal eben. Das heißt auf jeden Fall X. Mal bei irgendwelche Buchstaben hier zu machen. Wir fangen eigentlich am besten da an. Da ich mich noch ein bisschen daran erinnern kann, könnte dieses Wort Tod heißen. Gucken wir doch mal, ob sich meine Erinnerung als richtig erweist und als hilfreich. Gut. T. Das ist das Symbol. Hammerts. Da. Das ist das. Wo haben wir das? Da. Tod. Das war, glaube ich, jetzt. Zack, und das als Z. Jetzt. Tod. Zufall. Genau, ich glaube, es war Zufall. Ah nee, Quatsch, das habe ich mich da verdrückt. Nein, nein, nein. Welches war jetzt das komplett zurücksetzen? Ah, okay. Zufall. Das war. Was ist das? Nee, das ist andersrum. Da. Ach nee, was mache ich denn da? So. Muss ein L sein. Nein? Hä? Was machst du denn da? Ach, hat sie da.
Genau. Zufall. Tod. Du zack. Und dann könnte das ein S sein. Das und das ist dann wahrscheinlich ein I. Tod ist kein Zufall. Kein Zufall. Treffen. Das ist ein R. Treffen. Juli. Dabei B. Und das könnte ein M sein. Beim Treffen im Juli dabei sei extrem vorsichtig. Was ist das, ein C? H? Dann mein Pierre, Bericht später jetzt nur so viel und sind so, das ist kein Zufall. War. Ich habe die Notiz initiiert. Sie lautet Pierre. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Gut, dass ich so noch eine Erinnerung hatte. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershans Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. So. Nikos Wohnung. An diesem Abend. Jo. Kling, kling, das Telefon. Bonsoir, Collard. Nico? Ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal. Du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Cachon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Shit happens, meine Liebe. Shit happens. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Cachon? Woher wissen Sie? Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß.
Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencor. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Zu tun habe? War das deine Worte? Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf. Ja, am nächsten Morgen. Ich bin erst eine Woche in Paris. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbert-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Jetzt möge der bekannte Teil kommen von der Erstauflage. Als ich mich wieder aufrapple, bin ich stinksauer. Den einen Moment ist man noch im Urlaub, im nächsten jagt einen so ein Clown in die Luft. Ich weiß natürlich sofort, was ich tun muss. Ich werde diesen Clown finden und seiner gerechten Strafe zuführen, weil Gerechtigkeit wichtig war. Gerechtigkeit ist sowas Erhabenes wie Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Deswegen habe ich doch schließlich Jura studiert, oder? Naja, und wegen der enormen Honorare natürlich.